That's how you do it where I'm from. Hallo zusammen, ich bin der Fabian von der Mountainbike-Schule Riding Style. Willkommen zu einem weiteren Fahrtechnik-Tutorial. Vielleicht erahnt ihr es ja schon. Heute geht es um eine ganz delikate Fahrtechnik und zwar ums Wheelie-Fahren. Dabei fährt man auf dem Sattel sitzend, pedalierend und mit gleichzeitigem Ziehen am Lenker auf dem Hinterrad. Der Wheelie ist tatsächlich keine Fahrtechnik, die man wirklich im Gelände auch sinnvollerweise einsetzen würde. Aber es ist eine hervorragende Technik, um das Gefühl auf dem Bike zu verbessern. Das Gleichgewichtsgefühl wird dabei verbessert, das Gefühl für den Schwerpunkt, der Richtung Hinterradachse wandern soll. Außerdem wird eine gefühlvolle Bremsung dabei geschult. Außerdem ist es eine hervorragende Vorübung für den Manual Impuls, den Coaster Wheelie. Und es macht einfach Spaß. Außerdem ist es natürlich eine hervorragende Technik, um vor seinen Bike-Kollegen oder vor der Eisdiele einen auf dicke Hose zu machen. Am besten übt man den Wheelie an einer leichten Steigung, damit einem das Hinterrad nicht unter dem Hintern nach vorne wegfährt und man auf dem Rücken landet. Ich stelle meinen Sattel gerne von der niedrigen Position auf eine mittlere Position, damit der Schwerpunkt beim Wheelie-Fahren schneller Richtung Hinterradachse wandert. Außerdem sollte immer ein Finger an der Hinterradbremse sein, falls der Schwerpunkt doch mal zu weit nach hinten wandert und man so verhindern kann, dass man nach hinten hin umkippt. Man fährt also mit geringer Geschwindigkeit und mittlerer Trittfrequenz in einem leichten Gang bergan. Nun geht man, während man weiter tritt, mit dem Oberkörper tief zum Lenker, um Schwung zu holen. Über eine Streckung der Arme und eine Bewegung des Oberkörpers und des Kopfes nach hinten nutzt man den Impuls, um das Vorderrad anzuheben. Diesen Impuls unterstützt man durch einen kräftigen Pedalantritt. Dabei ist es wichtig, dass danach auch gleichmäßig weiter pedaliert wird. Durch diese beiden genannten Faktoren wandert der Körperschwerpunkt kurz vor die Hinterradachse, kurz vor den sogenannten Sweet Spot. Der Sweet Spot ist der Punkt, bei dem der Körperschwerpunkt genau über der Hinterradachse ist. An diesem Punkt muss der Körperschwerpunkt, um perfekt Manual fahren zu können, oder den Coaster Wheelie. Beim Wheelie bleibt der Schwerpunkt ein klein bisschen weiter vorne. Durch den gleichmäßig bleibenden Pedaltritt verhindert man, dass das Vorderrad wieder nach vorne hin abkippt. Und durch eine gefühlvolle Benutzung der Hinterradbremse verhindert man, dass der Schwerpunkt zu weit nach hinten wandert und man nach hinten umkippt. Durch die Steigung, an der man fährt, verhindert man, dass das Bike immer schneller wird. Sonst müsste man nämlich immer schneller treten oder man müsste gleichzeitig bremsen, was die ganze Sache unnötig schwerer machen würde. Im Idealfall kommt der Impuls für das Vorderrad aus gleichen Teilen aus der Streckung der Arme und das Ziehen des Oberkörpers nach hinten und dem gleichmäßigen Pedalantritt. Es ist wichtig, dass nach dem Impuls über das Vorderrad die Arme gestreckt bleiben. Denn nur so bleibt der Schwerpunkt an der Hinterradachse. Wenn man wieder die Arme beugt, wandert der Körperschwerpunkt automatisch wieder nach vorne und das Vorderrad fällt unweigerlich gleich wieder zu Boden. Um zu verhindern, dass man gleich beim Start nach rechts oder links zur Seite umkippt, versucht man, einen möglichst gleichmäßigen Impuls aus den Armen zu haben. Schafft man schon ein paar Kurbelumdrehungen auf dem Hinterrad und kippt dann nach rechts oder links, dann kann man sich helfen, indem man das Knie auf der gegenüberliegenden Seite nach außen stellt. So kann man Links- oder Rechtsausbrecher korrigieren. Im Gegenzug kann man dann auf der anderen Seite über die Schultern, über das Lenkerende in die andere Richtung ziehen, um genau diesen Ausgleich zu unterstützen. Hat man das Gefühl, das Vorderrad fällt wieder nach unten ab, dann verstärkt man den Pedalantritt und mit Oberkörpern und Schultern zieht man noch weiter nach hinten, um den Schwerpunkt Richtung Hinterrad zu verlagern. Hat man das Gefühl, man kippt leicht über diesen Punkt, bedient man einfach gefühlvoll die Hinterradbremse, um sich wieder in die richtige Position zu bringen.
Das Wheelie-Fahren ist eine sehr übungsintensive Fahrtechnik. Also lasst euch bitte nicht entmutigen, wenn es nicht sofort klappt. Ihr müsst dranbleiben und dann werdet ihr merken, dass es auch mit der Zeit immer besser wird. Das war's mal wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Ich wünsche euch viel Geduld, starke Nerven und hoffentlich bis bald mal wieder auf dem Hinterrad. Walking to my Escalade, tell the boys I'm not afraid. Now let me welcome everybody to the Wild Wild West.